Das Thema Flüchtlinge begleitet uns auch weiterhin in Remscheid. Jutta Felte bei mir im Landtag für die Grünen. Wie sehen Sie die Situation in Remscheid? Also erstmal muss ich sagen, dass die Situation in Remscheid eigentlich ganz großartig ist, auch verglichen mit anderen Städten, weil wir hier eine fantastische bürgerschaftliche, also die Remscheider sind einfach und Remscheiderinnen sind einfach klasse. Ne, die ziehen nach vorne, die helfen, die erkennen Unterstützungsbedarf, die sind da. Die Frau Krein, die ja hier auch steht, weiß ja gar nicht so richtig, so schnell die Sachen unterzubringen und an den Menschen zu bringen. Wenn sie nach Regenschirmen ruft, kommen Regenschirme. Wenn sie nach Schuhen ruft, kommen Schuhe. Und das ist einfach großartig in dieser Stadt. Und es ist auch großartig, innerhalb von 24 Stunden sowas zu stemmen. Ja. Das andere ist, dass wir natürlich schon daran denken müssen, auch in Remscheid, was passiert eigentlich danach? Jetzt haben wir die erste Not im Grunde, aber wir müssen natürlich darüber nachdenken, was passiert mit den Menschen. Viele werden bleiben, weil sie in ihren Heimatländern einfach nicht mehr willkommen sind. Und dann müssen wir schauen, wie können wir diese Menschen hier in unsere Stadtgesellschaft eigentlich aufnehmen? In Arbeit, in Schule, in Ausbildung. Und dazu gehören einfach eine ganze Menge Dinge, für die wir natürlich im Landtag auch kämpfen, dass wir da Mittel für kriegen, um gelingende Integration zu gestalten. Daniela Krein bei mir. Wir hatten ja vor 3 Wochen gesprochen. Das war ja richtig stressig zu dem Zeitpunkt. Aber es gab viel Lob von allen möglichen Stellen, dass es ja sehr, sehr erfolgreich gemeistert wurde. Wie sehen Sie es selber? Ja, es ist sehr erfolgreich gelaufen, dank der Unterstützung auch der allen anderen Beteiligten, der Feuerwehr, der Johanniter, der Kollegen der BAF, die mir immer den Rücken frei halten, dass ich mich da so engagieren kann in dieser Pestalozzi-Schule. Und ja, die Unterstützung durch die Städte oder durch die Stadt ist enorm. Es kommen also alle Gewerke, die wir anrufen müssen, um aus einer Schule eine funktionierende Wohneinrichtung zu machen. Das funktioniert ganz toll. Und dieses Ineinandergreifen vieler kleiner Zahnrädchen, das bringt das Ganze sehr, sehr weit nach vorne. Eine der Sachen, die wir ja nicht machen, wir gehen ja nicht in dieses Haus, damit wir die Privatsphäre der Leute wahren. Aber was können Sie uns dazu sagen? Wie fühlen sich die Leute selber, die hier nach Remscheid gekommen sind? Sie fühlen sich im Moment recht gut. Sie haben jetzt ein ganz klein wenig mehr Sicherheit. A, haben sie die Sicherheit, zunächst einmal in Sicherheit angekommen zu sein. Zum anderen haben wir gestern erfahren, dass sie jetzt erst einmal noch 1 bis 2 Wochen auf jeden Fall hier bleiben werden. Sie also nicht jetzt in den nächsten Tagen damit rechnen müssen, dass die Bezirksregierung Busse schickt und sie alle wieder abholt, sodass sie sich da auch ein wenig wohler fühlen. Und ja, es läuft mit dem Haus an sich, mit den Bewohnern sehr gut. Sie engagieren sich selber in dem Haus, indem sie sich in den Reinigungsplan einbringen. Sie helfen beim Catering mit. Sie helfen mit, den Schulhof sauber zu halten. Sie sammeln abends die Spielgeräte ein, damit die Nachbarn durch den Lärm auf dem Schulhof nicht so gestört werden. Es ist ein sehr schönes Miteinander. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Und Sie setzen sich ja für die Flüchtlinge und Asylanten im Landtag ein. Wie sieht es denn da aus? Ja, also es ist eine sehr herausfordernde Situation, auch für die Politik. Wir haben ja noch vor den Sommerferien Nachtragshaushalt beschlossen, wo die meisten Mittel dann eben in die Frage der Flüchtlingsunterbringung und auch der Beschulung von Kindern, es werden neue Lehrerstellen sind zum Beispiel da drin enthalten, um möglichst schnell den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, Deutsch zu lernen, hier anzukommen und willkommen zu haben. Wir werden noch nachlegen, wir unterstützen stark auch das Ehrenamt, jetzt nicht im Sinne von Geld für die Ehrenamtler, sondern Geld für das Ehrenamt, damit man mal Schulbücher haben kann, Deutschkurse gestalten kann oder vielleicht auch mal die eine oder andere Spielgruppe leiten kann, damit die Kinder dann auch ankommen können. Das Land legt da ein großes Programm auf. Aber angesichts der vielen, die kommen, werden wir versuchen, also für den nächsten Haushalt auch noch ein bisschen mehr Geld loszueisen vom Finanzminister, damit auch die Integration der Menschen, die jetzt hier unsere neuen Bürger sind, auch gelingen kann. Als abschließende Frage, es gibt ja sehr, sehr viele Bürger, die immer noch helfen wollen. Was für Möglichkeiten gibt es da und was kann man denn abgeben und wo sollte man es dann abgeben?
Das DRK hat eine Spendenhotline eingerichtet, eine zentrale Spendenhotline für die Stadt. Daran kann man sich wenden. Da wird auch aktuell dann mitgeteilt, was noch gespendet werden muss. Wir melden dann immer, was wir gerade aktuell brauchen. Abgeben kann man die Sachen in dem Möbellager bei der Arbeit Remscheid in der Königstraße oder im Kaufhaus Remscheid im Markt. Und ganz wenige Sachen nur noch leider in der Wülfingstraße, weil wir da inzwischen auch unsere Lagermöglichkeiten fast schon überschritten haben. Und von daher die Bitte an die Remscheider Bürger, die Sachen doch lieber in Remscheid an den beiden Stellen abzugeben. Wer jetzt nicht mobil ist und die Sachen nicht bis Remscheid in die Innenstadt transportieren kann, darf sich auch gerne noch in der Wülfingstraße melden. Aber es wäre uns recht, wenn das weniger Sachen wären, als die in dem Zentrum ankommen. Dankeschön den Damen für dieses Gespräch. Also Remscheid hilft den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, aber Hilfe wird immer noch gebraucht und Remscheid, es ist doch schön, dass die Stadt, dass die Leute diesen Menschen helfen.